Selfmade Records. Eines der Labels in der Geschichte des deutschen Raps. Doch wie so oft, erst kommt der Aufstieg, dann der Fall. Früher gab es immer das Sägeblatt und das und so, und auf einmal gab es dann so Selfmade und das waren keine Berliner. Aus meiner Sicht ist es einfach, dass alle Rap auf einem technisch anspruchsvollen Niveau machen. Dass wir den Zeitgeist, den haben wir ja gar nicht immer getroffen, sondern den haben wir geprägt. Dann halt Selfmade. Im Jahr 2005 wurde Selfmade Records gegründet und das war anfangs offenbar gar nicht unbedingt mit der Intention, mal eine Zeit lang das größte Label in Europa zu werden. Vielmehr erwuchs Selfmade aus einem Problem. Denn Philipp Dammann, aka Flipstar, Teil von Kreuzfeld und Jakob, konnte mit dem ersten Album Gottes Werk und Kreuzfelds Beitrag ordentlich rasieren. Doch der zweite Teil floppte und sie wurden vom Major-Label Universal gedroppt. Also musste Flipstar irgendwie selbsttätig werden und da kam sein Kumpel Elvi ins Spiel. Elvi hatte eigentlich gar nichts mit deutschem Rap am Hut, war dafür aber ein guter Geschäftsmann. Also schlossen die beiden sich zusammen und gründeten ein Label, welches einiges an Wirbel in die Szene bringen sollte. Selfmade Records. Für alle, die auf der nächsten Freestyle-Cypher auf dem Court mal ein bisschen mit Wissen flexen wollen, Elvia hatte für Flipstar wohl irgendwann mal Videoaufnahmen während einer Session gemacht, wollte die in eine Doku packen und die Doku dann Selfmade nennen. Die Doku wurde nie veröffentlicht, doch der Name blieb. Kurz nach der Gründung von Selfmade Records gab es dann mit dem Tape Schwarzes Gold das erste Release. Auf Schwarzes Gold waren zahlreiche Rapper aus dem Ruhrpott vertreten, unter anderem auch Favorite. Und auch wenn Schwarzes Gold erfolgsmäßig eher schwarz als Gold war, wurden Favorite und der Produzent Rizbo die ersten Selfmade-Signings. Wenig später kam Kollega, allerdings anders, als man es immer hört. Sign mich oder fick dich. Die Legende besagt, Kollega habe ein Demo-Tape von sich per E-Mail an Elvi geschickt, versehen mit dem Text, hör dir mein Tape an, wenn du es feierst, sign mich, wenn nicht, dann fick dich. Im Selfmade-Buch sagt Kollege einige Jahre später allerdings, dass er sich ficken soll, habe ich nicht wirklich geschrieben. Es war aber kein unnötiges Geschleime, sondern einfach eine selbstbewusste Mail. Naja, sei es drum, dann sollte sich eben niemand ficken. Diese E-Mail sollte der Anfang von etwas Großem werden. Denn Elvi hörte das Tape und war begeistert. Ich kann mich daran erinnern, ich habe von ihm den Link zugeschickt bekommen. Und hab dann dieses Zuhälter-Tape 1 quasi bis Song 3 gehört. Ich glaube, Showtime war an dritter Stelle damals. Und den Song habe ich, glaube ich, 10-mal in Schleife gehört. Der war so krass und so neuartig gut. Das hat nicht lange gedauert, bis ich gewusst habe, dass er sehr talentiert ist. Wäre es nach Elvis damaligen Labelpartner Flipstar gegangen, wäre Kollega wohl nicht gesigned worden. Der nämlich habe zunächst gesagt, wenn Elvi so etwas Asoziales veröffentlichen wolle, würde er selbst nichts mehr mit dem Label zu tun haben wollen. Doch nachdem Collis Tape da mal so 2 Wochen ein bisschen rumliegen konnte, sei er doch überzeugt gewesen. Und nach 2 Wochen tatsächlich, das war wirklich witzig, kam er dann zu mir und meinte, okay, fuck, so, das ist das krasseste Rap-Tape, was ich je gehört habe. Kollega war einfach anders als alles, was es bisher im deutschen Rap gegeben hat. Wortspiele, Punchlines, Reimketten, Double Times oder wie er es nannte, Zuhälter-Rap. Ey Player-Hater, guckt der Überpimp ist back. Lässt die Bitches laufen im Japaner-Schülerinnen-Dress. Und es wird immer mehr wie von allein, Kid, ich habe den Lauf wie meine Tag. Gebe keine Fick auf deine Gang, ob eine Zucker meine Gun, baller die Kugel in den Netto, du verreckst. Bei mir deine Crewmember sehen mich und salutieren. Während die Bitches von ihnen im Bett meiner Villa mal eben die Beine für mich auseinander machen wie beim Amputieren. Doch nicht nur musikalisch, auch imagemäßig konnte Kollega überzeugen. Er verkörperte den potenten, drogenvertickenden Zuhälter, den Boss der Bosse, stahlharte Muskeln und Geld. Genau auf sowas hatte man im deutschen Rap offenbar gewartet. Doch bis das auch Deutschrap selbst erkannte, dauerte es ein wenig. Langsam läuft's. Der erste Selfmade-Label-Sampler Chronik 1 erschien im Juli 2007. Den ersten Charterfolg für Selfmade gab es durch Kollegas Album Alpha Gene, Platz 51. Favorites Album Anarcho, das am 2. Mai 2008 erschien, konnte das sogar noch mal toppen und auf Platz 24 charten. Das dazu veröffentlichte Video zum extrem deepen Track Ich vermiss euch, auf welchem Faith den Tod seiner Eltern verarbeitete, schaffte es sogar mehrmals auf Platz 1 der TRL Most Wanted Charts. Zu dieser Zeit ein Riesending. Ihr seid nicht da und ich konnte keinen Abschied nehmen. Das tut weh, doch mittlerweile ist es schon Gewohnheit. Und der Weg nach oben ging für Selfmade weiter. Kollegas zweites Soloalbum stieg auf Platz 17 ein und zum ersten Mal auch in den Charts in Österreich. Anfang 2009 gab es dann einen extrem überraschenden Neuzugang bei Selfmade.
welcher aber irgendwie auch zeigte, wofür das Label stehen wollte. Gesigned wurde Casper. Neben dem verrückten Drogentypen Favorite und dem coca-tickenden, stahlharten Überboss gab es nun also noch den Emo-Rock-Rapper Casper. Doch wie kam es eigentlich dazu? Laut dem Selfmade-Buch habe Casper selbst unbedingt zu Selfmade gewollt, weil er der Überzeugung war, dass sie es einfach perfektioniert hatten, Images zu kreieren und Leute groß zu machen. Das Signing von Casper sorgte damals dann für heftiges Diskussionspotenzial, zeigte aber auch, was Selfmade Records von anderen Labels unterschied. Aber was war das eigentlich genau? Das Erfolgsrezept. Was hat Selfmade so erfolgreich gemacht? Was haben sie anders gemacht als alle anderen? Bei dem Zeitgeist, den haben wir ja gar nicht immer getroffen, sondern den haben wir geprägt. Zunächst einmal geht es auf jeden Fall um Skills und Freiheit. Denn bei Selfmade wurde immer viel Wert auf die technische Seite des Raps gelegt. Also raptechnisch ist es halt, ne, wie stark sind die Jungs raptechnisch? Und das ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner bei allen Künstlern von uns. Außerdem hat L wie immer darauf geachtet, dass die einzelnen Künstler einen eigenen Stil und Wiedererkennungswert haben. Auf jeden Fall Wiedererkennungswert, einen komplett eigenen Stil, also keine Kopien von irgendwas. Aber wenn man sich dann schon solche ganz eigenen Typen ranholt, dann muss man sie halt auch machen lassen. Der ebenfalls irgendwann gesignte Schimmel erzählte im Selfmade-Buch, dass für ihn das Besondere bei Selfmade gewesen sei, dass man einfach genau die Musik habe machen können, wie man es gewollt habe. Das sorgte dann auch dafür, dass jeder der Selfmade-Rapper sein ganz eigenes Territorium im Rap hatte und sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz machten. Dass Labelboss Elvier, von ein paar Ausnahmen abgesehen, auch selbst nicht wirklich die Ambition zum Rapstar hatte, half hierbei natürlich zusätzlich. Doch die eigenständigsten Künstler der Welt bringen nichts, wenn man sie nicht an den Mann bringen kann. Also braucht es Marketing. Selfmade hat, wie in der Vergangenheit beispielsweise Agro Berlin, verstanden, wie man die einzelnen Rapper richtig in Szene setzt. Doch anders als Agro hat Selfmade auch viel für die Nähe der Künstler zu den Fans getan. Da gab es dann nämlich plötzlich nicht mehr nur hier und da mal ein Interview, sondern aufwendig selbst produzierte Videoblogs, Behind-the-Scenes-Material bis hin zu Kollegas eigener Late-Night-Show. Also haben wir gute Künstler und gutes Marketing. Doch es braucht auch gute Stimmung und Zusammenhalt. Für Kollega war das Erfolgsrezept von Selfmade vor allem die Verbundenheit, besonders zwischen ihm und Elvia. Es ist eine schöne Zusammenarbeit und eine private Freundschaft. Das ist, glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis. Außerdem denke ich, dass der Erfolg durch mich als Zugpferd und ihn als disziplinierten Geschäftsmann, die beide Hand in Hand gearbeitet haben und sich immer aufeinander verlassen konnten, gekommen ist. Und auch Elvier selbst sagt, dass es das Label so hätte nie geben können, wenn nicht eine echte Einheit und eine Familie dahinter gesteckt hätte. Apropos Elvier. Ich meine, okay, Kunst, Marketing, Freundschaft. Irgendwer muss aber halt auch mal arbeiten. Ein sehr wichtiger Baustein bei Selfmade war natürlich Papa Elvier. Laut den ebenfalls irgendwann bei Selfmade gesignten 257ers habe Elvier eine väterliche Art an den Tag gelegt und sei ein familiärer Chef gewesen. Und ordentlich gehasselt hat er wohl auch. Elvier ist einfach ein krasses Arbeitstier. Der steht um 4 Uhr auf, geht pumpen, sitzt 12 Stunden im Büro, geht um 22 Uhr ins Bett und steht wieder um 4 Uhr auf. Der steckt sein ganzes Herzblut da rein. Der ist ein kranker Psychopath. Und das hat Elvier wohl auch echt lange so durchgezogen. Denn der letzte Baustein von Selfmade Records war Durchhaltevermögen. Zu den Anfangszeiten von Selfmade war es nicht wirklich so wie heute, wo gefühlt jede Woche wieder jemand plötzlich aus dem Nichts einfach auf die Eins geht und dann wieder verschwindet. Erfolg hat sich damals langsam aufgebaut. Und genau diese Strategie hat auch Elvier verfolgt und sich damit von anderen unterschieden. Es wird gesigned, dann wird schnell abgelassen, gewechselt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch einfach der Punkt. Ne? Nicht nur, dass wir vielleicht oder ich dann die richtigen Künstler gepickt habe. Ich war so überzeugt, dass ich gewillt war, das über viele Jahre zu machen, bis quasi dieser Künstler gebreakt ist oder aufgebaut ist oder ne? Dann in unseren Fällen ja auch oft wirklich dann riesig war so, ne? Oder ist. Zusammenfassend beschreibt Elvier selbst Selfmade übrigens so. Ich denke, letztlich steht Selfmade dafür, Talent in allen Bereichen zu erkennen, Strukturen zu erschaffen, Hypes zu kreieren und nicht auf Trends aufzuspringen. So haben wir die Transition aus dem Untergrund in den Mainstream geschafft und damit auch dazu beigetragen, dass Hip-Hop in Deutschland anders wahrgenommen wird. Und das alles bei Selfmade vereint, sollte wirklich ordentliche Früchte tragen. Der Weg an die Spitze. Das erste Mal so richtig ab ging es dann zahlenmäßig zu Zeiten des Label-Samplers Chronic 2.
Denn der darauf vertretene Song Mittelfinger hoch hatte innerhalb von einer Woche über 1 Million Aufrufe auf YouTube. Darauf wurde Casper erstmals neben Kollega Favorite und Schimmel präsentiert. Und um darauf so richtig aufmerksam zu machen, wurde außerdem der Song Westdeutschlands Kings veröffentlicht, der für ordentlich Feuer sorgen sollte. Denn auf Westdeutschlands Kings wurden von Seiten Kollega und Favorite ordentlich gegen Agro Berlin gefeuert, was ein wahres Feuerwerk an gegenseitigen Diss-Tracks nach sich zog. Auf Westdeutschlands Kings folgte Früher wart ihr Fans von Flair, Silla und Kitty Cat, was mit Fanpost von Kollega beantwortet wurde, woraufhin Flair mit Schrei nach Liebe antwortete und so weiter und so fort. Das ganze Ding zog sich danach jahrelang so weiter. Auf Westdeutschlands Kings konnte man übrigens auch zum ersten Mal Kollega und Farid Bang gemeinsam hören, was später für den wirklich maximalen Erfolg von Selfmade sorgen sollte. Aber bleiben wir nochmal kurz bei Agro Berlin. Selfmade Records. Agro Berlin 2.0. Wenn man sich die Geschichte von Agro Berlin und die Geschichte von Selfmade Records anschaut, erkennt man sofort einige Parallelen. Allein die Vermarktung war sehr ähnlich. Sowohl bei Agro als auch bei Selfmade wurde stark darauf geachtet, dass jeder einzelne Künstler für sich steht und einen eigenen Wiedererkennungswert hat, eine eigene Fanbase bedient. Und ebenso wie bei Agro ging es auch bei Selfmade natürlich darum, zu schocken und anzuecken. Auf den nächsten Skandal seien sie laut Elvier allerdings nicht ausgewiesen. Und so habe es auch einzelne Releases gegeben, bei denen Elvier die Künstler habe ein bisschen zurückhalten müssen. So, ne, wo die Jungs dann irgendwann in ihrem eigenen Humor, und ich will die jetzt gar nicht zitieren oder so, weil ich die Jungs nicht schlecht machen will, so, ich habe verstanden, dass die das lustig fanden. Ne? Aber da waren halt Lines, wo ich gesagt habe, das ist die Grenze, so, das veröffentliche ich nicht. Also das kommt auf Selfmade Records, wird das nicht erscheinen. Was Selfmade allerdings wirklich anders gemacht hat als Agro, war das künstlerisch. Bei Agro ging es von Anfang an sehr stark darum, harten Straßenrap in Deutschland zu etablieren. Selfmade hatte zwar mit Kollega und Favorite auch harten Rap, allerdings wurde ja auch viel mehr Wert auf Skills und Technik gesetzt. Und wo Agro Berlin zum ersten Mal Kids von der Straße ein Sprachrohr gegeben hatte, fanden mit Selfmade plötzlich auch Leute, für die Deutschrap vorher zu plump und zu prollig war, einen Zugang. Das wiederum liegt wohl auch daran, dass anders als bei Agro, bei Selfmade eben alles nicht mehr so bitter ernst war, sondern sehr viel mit Selbstironie und offensichtlichen Übertreibungen gearbeitet wurde. Es ging weniger um den harten Gangstershit, als vielmehr um einfach geilen Rap. Wir wollten die Leute trotzdem auf dem Rap-Spielfeld schlagen, weißt du? Also es ging nicht darum, Leute einzuschüchtern, weil wir irgendwie uns stärker fühlen, sondern es ging darum zu zeigen, pass auf, das ist die Kunst, ja, ich bin besser als du. Und das sollte funktionieren, aber sowas von. Der große Durchbruch. Im Juni 2009 gab es den ersten Teil der Kollabo-Reihe von Kollega und Farid Bang, Jung, brutal, gut aussehend. Das sollte später zum absoluten Mega-Erfolg führen. Der erste Teil war aber tatsächlich noch gar nicht wirklich rentabel. Es folgten das Zuhälter-Tape 3 und das Hood-Tape 1 von Kollega. Nachdem sich dann in der folgenden Zeit Schimmel und auch Casper irgendwann von Selfmade Records trennten, gelang Selfmade dank Favorite ein weiterer Meilenstein. Denn dieser chartete mit seinem dritten Soloalbum Christoph Alex auf Platz 4 der Charts. Ein Jahr und mehrere Releases später wuchs Selfmade dann wieder, denn im Dezember 2011 wurde Genetik gesigned und wenig später dann auch die 257 NAS. Außerdem gab es auch produzententechnische Verstärkung, denn neben Rispo war ab September 2012 auch Johnny Instrument unter Vertrag. Und dann, im Februar 2013, ging es richtig ab. Der zweite Teil von Kollega und Farids Kollabo-Album Jung, brutal, gut aussehen kam raus, ging auf 1 in die Charts, verkaufte sich in der ersten Woche 80.000 Mal und brachte Selfmade damit auch die erste goldene Schallplatte. Und das war erst der Startschuss zu einem wahren Erfolgsmarathon bei Selfmade. Kollega brachte sein Album King, verkaufte innerhalb von 24 Stunden 100.000 Einheiten und ging Gold. Nach 5 Wochen gab's Platin. Und nachdem im Juli 2014 noch Karate Andi bei Selfmade gesigned wurde, hagelte es Platz 1 Awards. Egal ob Favorite, die 257ers, der dritte Label-Sampler, Kollega oder Genetik, alle charteten auf der 1. Selfmade Records war an der absoluten Spitze in Deutschland angekommen. Aber wenn man ganz oben ist, kann es nur noch bergab gehen. Der Anfang vom Ende. Nach der Veröffentlichung von Kollegas Zuhälter-Tape Volume 4 endete 2015, nach 10 Jahren, die Zusammenarbeit zwischen dem Boss und Selfmade. Kollega gründete sein eigenes Label Alpha Music Empire.
Die Trennung an sich lief zwar sehr gesittet ab und für Deutschrap-Verhältnisse völlig unüblich, brach kein Rosenkrieg aus. Dennoch kann man das Gefühl bekommen, dass mit dem Weggang von Kollega der Startschuss dafür gefallen war, dass das Label Selfmade sich auf den Weg des Untergangs machte. Es gab zwar auch danach noch wirklich ordentliche Erfolge für Selfmade. Die 257ers beispielsweise gingen mit ihrem Album Mikrokosmos auf die 1 und ihr Überhit Holz alleine verkaufte sich über 400.000 Mal. Aber nach und nach wurden die Reihen bei Selfmade immer leerer. 2017 gründeten auch Genetik ihr eigenes Label Outer This World und verließen Selfmade. 2018 folgte Favorite. Wenn man Kollega selbst fragt, dann habe sich bereits seit dem Dazukommen der 257ers und Genetik einiges geändert bei Selfmade. Die Anfangsphase von Selfmade war Teamplay. Alle haben auch privat miteinander rumgehangen und waren darauf bedacht, etwas aufzubauen. Ich kannte die 257ers durch Favorite ja auch schon länger und habe dann auch Genetik kennengelernt. Aber zu dem Zeitpunkt waren Selfmade als Label und ich als Solo-Artist auch schon etabliert. Es waren dann zwei neue Acts mit dabei, die das Ganze nicht von Anfang an mit aufgebaut haben, sodass dieser Crew-Gedanke lange nicht mehr so stark war wie am Anfang. Wir sind alle Homies, aber es ist etwas anderes als ganz am Anfang. Und dann war es irgendwann soweit. Das Ende von Selfmade Records. Nach knapp 18 Jahren war es vorbei. Elvier verkündete am 24. Mai 2022 das Ende von Selfmade Records. Zuletzt war auch nur noch Karate Andy dort gesigned. Normalerweise sagt man ja, dass man aufhören sollte, wenn man es am schönsten hat oder es am besten läuft. Wenn man sich am Zenit befindet. Diesen Punkt hat Selfmade definitiv verpasst. Das war jetzt bei Selfmade nicht der Fall. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein paar Jahre später geschlossen worden. Aber wir hatten ja dann einfach eben noch offene Verträge. Unterm Strich wurde das Label, welches 12 Platz-1-Alben hervorbrachte und jahrelang das erfolgreichste Hip-Hop-Label Europas war, also gegen Ende hin eher nur noch verwaltet. Allerdings auch immer noch sehr erfolgreich. Und das Ende selbst war dann auch nicht so wirklich spektakulär. Also ich wusste das natürlich schon länger, dass das passiert, deswegen war das jetzt für mich eigentlich total unaufgeregt. Also es ist einfach wie ein Kapitel, was man halt abgeschlossen hat, ne, im Leben. Und das war dementsprechend irgendwie nicht so emotional, wie Leute jetzt denken würden. Heutzutage sind die Wege der einzelnen Menschen bei Selfmade sehr unterschiedlich verlaufen. Kollega ging auch nach Selfmade seinen Erfolgsweg ordentlich weiter. Favorite hingegen stürzte leider ordentlich ab. Die 257ers ziehen weiter durch. Karate Andy ist irgendwie so halbwegs untergetaucht. Elvier wiederum ist auch heute noch als Labelboss aktiv und hat bei seinem neuen Label Division unter anderem Rin unter Vertrag. Die Zeit von Selfmade wiederum ist vorbei. Doch die Erinnerung an diese wilde Zeit wird bleiben und Deutschrap für immer prägen. Ich glaube, wir waren wie Rock'n'Roll-Teenager, die rebellieren wollten, mit ganz verschiedenen Stilen und ich glaube, am Ende, also aus meiner Perspektive, war das ja immer sehr, wir machen den krassesten technischen Rap von allen. Mhm. Das fand ich immer gut. Schön war's.